Willkommen zu einem neuen, Kurzprojekt. Boah, endlich. Endlich ist es erschienen im eShop. Oh mein Gott. Und genau zur richtigen Zeit, wo ich ein Kurzprojekt brauche. Vielleicht wird es schon im Januar 2016 veröffentlicht. Willkommen zu Let's Play Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Dieses Spiel hat die Super Mario Bros. Reihe wieder zum Leben erweckt. 2006 wurde Nintendo DS erschienen und ich denke, wir fangen sofort an. Wir werden in dieser Bildschirmeinstellung spielen und wir schauen uns das Intro an. Verdammt pixelig. Aber ich glaube, hier gibt es auch die Pixelglättung. So, und hier sehen wir auch was sehr Interessantes, wie Mario klein geworden ist. Und zwar hat er sich irgendwie verletzt. Ich habe mich immer gefragt. Im Intro war er groß und danach war er klein. Wie kann das sein? Und jetzt wissen wir's. So, direkt mal gucken. Gibt's hier... Es gibt doch eine Art Pixelglättung oder so. Ja, dann halt hier nicht... Aber trotzdem, pure Nostalgie wird in diesem Let's Play vorkommen. Es wird einfach ein super Let's Play. Ja, wie schon gesagt, hat dieses Spiel die New Super Mario Bros. Reihe wieder zum Leben erweckt, nämlich nach New Super Mario Bros. 3 war Schluss für eine lange Zeit und dann kam für den DS New Super Mario Bros. Raus. Dieses Spiel war so unfassbar erfolgreich, dass Nintendo sich dann gedacht hat, okay, das war jetzt so erfolgreich, machen wir weiter, denn eigentlich war es gar nicht geplant, dass dieses Spiel, diese Reihe fortgesetzt wird. Aber da es so erfolgreich war, hat Nintendo dann doch solche Spiele wie New Super Mario Bros. Wii und NSMP 2 veröffentlicht. Hier sehen wir den Riesenpilz, der hat hier seinen ersten Auftritt bekommen. Wir können alles zerstören. Hier die erste Starcoin, dazu sehen wir auch hier einen kleinen unteren Screen. Alles 100% wird gespielt. So, das ist wahrscheinlich die zweite. Das ist die dritte Starcoin. Guck mal. Haben wir hier direkt schon mal ein Problem, sage ich mal. Natürlich 100%. Ich freue mich, dieses Spiel. Ich habe es wirklich bestimmt 5 Jahre nicht mehr angefasst und jetzt wird es echt mal Zeit. Hier gibt es auch viele lustige Minispiele, die werden wir uns auch dann wahrscheinlich im letzten Part angucken. Aber uns ist, glaube ich, das erste Super Mario Bros., was, wo man genau gesehen hat, wo sind denn die Checkpoints. So, ich muss bestimmt in irgendeine Röhre rein und das habe ich verkackt. Dann wiederholen wir einfach gleich das Level nochmal. Weil hier habe ich auch Röhren zerstört, wie diese da, und ich wette, da musste ich rein. Ja, oder da hoch oder so. Ja, der Riesenpilz war hier auf jeden Fall ein neues Item. Das Spiel an sich ist eigentlich auch nicht so unfassbar einfach. Junge, wenn ich hier echt im ersten Level sterbe, dann kann ich das Let's Play auch wieder abbrechen. So. Goldene Fahnenstange kriegt man dann ab. Man kann zurückgehen. Früher war es ja auch so. Was heißt früher? Ich glaube, war das in Super Mario Bros. 3 schon so? Ich habe es Let's Played vor über einem Jahr, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, ich glaube, das plane ich eher fürs zweite oder dritte Quartal ein. So, wir gehen hier einfach mal direkt wieder ins Level. Wir sehen natürlich da oben auch, wo uns Starcoins fehlen. Und ja, unsere Punktzahl sehen wir da auch. Ein Inventar gibt es auch. Das war hier zum ersten Mal, glaube ich. So, wir nehmen die Blume. Und so, okay, wir kriegen kein, also wenn wir großer Mario sind, wir nehmen eine Blume ein, dann kriegen wir keinen Pilz ins Inventar. Das ist schon mal klar. Aber wenn wir jetzt noch eine weitere Blume finden, dann wird die da unten in diesem Kreis, wo das Nichts steht, markiert. Nein, das will ich nicht nehmen. Das will ich mal nicht nehmen. Und ja, hier geht's bestimmt rein. Nein, hier geht's nicht rein. Hier ist die erste Starcoin. Die wird dann so blau markiert. Aha, da oben ist doch bestimmt was. Da könnte die zweite Starcoin sein. Ist es für mich nicht blind, aber ich habe auch echt keine Ahnung. Ich habe ja auch jetzt keine Ahnung. Ja, das war irgendwie klar. Habe es auch schon. Das war, glaube ich, das erste Spiel in meinem Leben, was ich zu 100% gelöst habe. Krass, oder? Das war nämlich das hier. Mein allererstes richtiges DS-Spiel war es das. Und ja, rote Münzen. Dann kriegen wir wahrscheinlich noch ein Item. Und hier wird sich auch bestimmt die... Hier befindet sich nicht die Starcoin. Das war einfach nur ein Secret. Okay. Vielleicht sind die auch nicht in der Reihe. Ich meine, hier ist die zweite Starcoin.
Aber sag mir nicht, ich brauche einen Minipilz oder so. Ah, der wurde ja auch hier in diesem Spiel erfunden. Hier geht's rein. Das haben wir zerstört. Ach du Scheiße. Das habe ich ja gar nicht bedacht. Fuck. Ich guck dann auf dem Gamepad. Das ist mir auf dem Bildschirm jetzt viel zu klein. Gut. So kann man sich das Ding einfach holen. Ziemlich einfach eigentlich. Aber solche Stellen gibt's nicht oft im Spiel. Das ist mir gerade eingefallen, was ich auch da scheiße finde. Warum hat man das nicht so gemacht? Man wollte bestimmt mit dem DS so... Es war halt der erste Handheld da mit zwei Bildschirmen. Man wollte halt so den geilen Effekt machen. Oh, man ist jetzt von oben reingegangen, dann wird das jetzt auf dem unteren Bildschirm angezeigt, ne? Sowas halt. Hatte gerade Kiriku gesagt? Nein, oder? Für alle Leute, die... Googelt das einfach. Wenn ich... Das kann ich bald vielleicht in einem MK8-Part definieren, was das oder wer das ist. Es ist was sehr Verstörendes. So. Hier gibt es dann auch so ein Secret. Schönes Höhlenlevel. Boah. Das wird ein nostalgisches LP. Da kommen echt Kindheitserinnerungen hoch. Auf jeden Fall. War ja eins meiner ersten Spiele auch. Mein erstes Super Mario Brothers. Super Mario World ist ja kein Super, ein Teil der Super Mario Brothers Reihe. Ich wollte ja, ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt eine Capture Card haben werde. Vielleicht sogar, höchstwahrscheinlich sogar. Ich wollte ja New Super Mario Bros. 2 Let's Playen. Und jetzt wird einfach hier mal dieses Spiel Let's Played. Danach kam ja noch New Super Mario Bros. Wii. Was auch ziemlich gut ist, davon wurden auch einige Hacks gemacht. Da bin ich jetzt durchgekommen. Erstes Starcoin habe ich, ne? Gut. Kann ich da jetzt so durch? Ah, guck mal, warte. Okay, da ist jetzt alles frei. Dann kann ich doch... Gut. War das sicher auch das erste Super Mario Bros. Mit dem Wandsprung? Ich weiß es nicht. Ah, hier ist die zweite Starcoin. Die müssen wir mit dem Cooper einfach finden. Was ich aber auch ein kleiner Kritikpunkt ist, man braucht für die Starcoins, es ist nicht wirklich schwer, die zu sammeln, aber man braucht da manchmal bestimmte Items, die man sogar im Level manchmal nicht finden kann. Und das ist dann echt scheiße. Da unten ist übrigens im Inventar, oh, die Stelle kenne ich als Kind, hier geht es wieder runter, ne? Ja, Krebs. So. Aber ich habe es natürlich relativ leicht dann auch später gelöst. Gut, eine war ziemlich gut versteckt. Damals kannte ich ja... Stimmt, jetzt geht's hier hin. Ja. Das war auch ein ziemlich fieses... Ich krieg gleich Krebs, ey. Ohne Witz. Ich ändere das hier. Komm, ich ändere das jetzt. Ohne Witz, wir kriegen da alle Krebs von. Das ist doch echt nicht vorteilhaft. Wir können auch so spielen, aber nee. Bah. Wozu denn? Komm, wir machen jetzt einfach mal hier schnell diesen Wechsel. Ne? So, und jetzt muss man aufpassen, dass der einen nicht trifft. Der ist aus dem Screen raus, ne? Genau, jetzt gab es hier einen Riesenpilz, oder? Und dann konnte man hier richtig mit den Ups abräumen. Ja. Boah, und wenn ich diese Pixel-Scheiße hier sehe, ne, dann denke ich mir auch so. Nostalgie. Übrigens, wenn man eine Stampfattacke macht, kommen da Gumbas oder Münzen runter. Oder gar nichts, wie gerade eben, ne? Da können aber auch Münzen runterkommen. So, wieder zwei Ups gekriegt. Junge, nimm doch. Gut, und schon haben wir 10 Leben. Das höchste ist 99 in diesem Spiel, also 999 ist nicht möglich. So, wieder wechseln. Das wird aber, glaube ich, nicht allzu oft passieren. Sowas gibt es nicht oft. Und das habe ich jetzt so gewechselt, weil es ein bisschen länger gedauert hat. Also, macht euch da irgendwie jetzt keine Sorgen. Da so, oh Gott. Ja. Da oben war jetzt noch ein Secret Exit, glaube ich. Ja, stimmt. Im Level gab es ein Secret Exit. Also ihr seht, ein einiges, wenn ich das jetzt spiele, nach 5 Jahren, kann ich mich auch an einige Sachen wieder erinnern. Das ist doch schön, oder? Ah, nee. Ah, hier war auch die Starcoin. Mhm, ja. Wollte gerade zurückgehen, weil ich wusste, dass ich hier so unter einer Röhre war. Und dann ist mir eingefallen, die war beim Secret Exit. So. Also, ja. Ich krieg einfach keinen ab. Nur so zur Info, in dem Super Mario Bros. Teil war es ja nie der Fall, aber zum Beispiel war es in Super Mario 3D World der Fall, dass man die Fahnenstange berühren musste. Muss man aber nicht. Die Starcoins haben hier auch einen Sinn, und zwar kann man sie ausgeben, da seht ihr so, für einen Pilz
für zum Beispiel für so ein Pilzhaus, für das Ein-Up-Haus. Es gibt ja die Toast-Haus und in diesem Spiel gibt es auch die Ein-Up-Hauses. So, hier können wir jetzt ein Item kriegen, was in einem Inventar landet. Ihr seht, zwei neue Items, der Mini-Pilz, der macht uns Mini, und der Panzer! Verdammt. Was will ich damit? Wenn wir den Panzer haben, werdet ihr sehen, was man damit alles anstellen kann. Ganz schön viele Sachen. Wir können jetzt schon zum Castle gehen, aber das will ich noch nicht. Ich will jetzt hier einfach nochmal durchwaschen. Ne? So. Als Kind kannte ich Kiriko nicht. Ist so gut so. Ach du Scheiße. Okay. Okay, hier kann ich auch so durch. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber es ist ein ziemlich, ziemlich nices Spiel auf jeden Fall. Es wurde auch zu Recht gefeiert. Klar, hast du seine Fehler. Manche mögen es nicht, aber insgesamt ist es doch ziemlich erfolgreich gewesen. Lol. Ey, das wusste ich ja gar nicht, dass da ein Stern ist. Ich gehe auch normalerweise nie den Weg da. Ja, jetzt bin ich gerade zu dumm, um die Blume aufzuheben und versau mir damit hier die gesamte Zeit, in der ich... Der Stern hält ja kurz in dem Spiel. Ich hab dich geduckt! So. Ja. Aber am Ende wird es, da kann man schon Game Over gehen, ich weiß nicht. Bin ich bestimmt schon mal als Kind hier in dem... Obwohl, ich hatte viele Leben. Mal gucken, ob Game Over Gefahr irgendwann im Let's Play besteht. Klar, die hinteren Level werden nicht so einfach. Ich muss mich erstmal hier einüben mit dem Gamepad und so spiele ich das ja. Ah ja, diesen Block gibt's auch noch. Wenn wir mal ein Level starten, worüber dieser Block schwimmt oder fliegt, schwimmt. Fliegt? Was für schwimmt, Alter? Dann werdet ihr sehen schon, was man damit machen kann. Oder da ist eigentlich fast immer so einer der besonderen Items drin. Und der fliegt dann am Anfang des Levels herum. So ist das dann. Neues Level, so, jetzt gibt's diese Pilze und das war auch neu und das kam nie wieder. Und zwar diese komischen Plattformen. Und wenn man in der Luft ist... Ne, gab's nicht sowas ähnliches in New Super Mario Bros. Wii? Ey, weiß es nicht mehr, ist alles so lange her, Leute. Und ja, da gab's auch die Hüpfepilze und wenn man... ihr seht ja, man kann so bohren, aber man kann es nicht abbrechen. Okay, dachte ich gerade. Und dann noch auf diese Hüpfepilze da landet, dann springt man hoch. Zweite Starcoin. Ich weiß doch, Voluio hat sich irgendwann geweigert, die zu sammeln in seinem Let's Play. Das ist schon ein bisschen her, ne? Aber ich kann mich noch daran erinnern. Und hier ist auch schon die dritte. Wow, gar nicht so schwer versteckt. Weil eigentlich ist es ein Spiel, wo die etwas schwieriger versteckt sind. In 3D World waren die auch schon teilweise echt asozial. Da musste ich auch schon manchmal nachgucken. Aber ich glaube, hier muss ich nicht nachgucken. Ich habe das damals als Kind alles selber herausgefunden. Und ja... Das hat gedauert noch. Da war ein Level, das werdet ihr gleich sehen, da war eine sehr fies versteckte Ranke mit einem versteckten P-Switch und den musste man aktivieren, um an die Starcoin ranzukommen. Das war so asozial, das ist irgendwo in Welt 6. Boah, furchtbar. So. Da es am Ende das Ziel ist, alle Starcoins aus... Also, ihr habt nicht das Spiel zu 100% gespielt, man kriegt 3 Sterne hier. Wenn ihr alle Starcoins gesammelt habt, ihr müsst auch alle ausgeben. Deshalb fange ich einfach jetzt schon an, habe hier ein Abhaus und betrete es mal. Hier kann man nämlich Ups gewinnen. Es gibt ja die Toadshäuser und auch die Abhäuser. Und ja, ich würde sagen, wir betreten es einfach mal und versuchen hier abzugewinnen. Man kann jetzt, ich habe mir hier mal das Beste rausgeholt, was geht. Naja, nicht wirklich das Beste, aber ich habe schon mal geschafft, alles außer den Bowser-Block zu haben. Ich wette, hier ist der Bowser-Block. Nee. Ah, da. Scheiße. Ja, aber ich habe hier schon mal ziemlich viele Ups rausgeholt. Ah, nee, ich bin hier schon mal Game Over. Denn wenn man Game Over geht, dann respawnen die ganzen Toadhäuser. Ich benutze die jetzt einfach. Und die Riesenpilzhäuser. Kriegt man natürlich einen Riesenpilz. Mehr nicht. Aber ich glaube, die Up-Pilzhäuser werde ich immer benutzen. Außer ich habe 99 Leben. Das erste Castle. Dass wir das in dem Part noch betreten. Cool. So, Knochen trocken. Was war das denn für ein Sprung? Was war das denn für ein Sprung? Super. Boah, ich kann mit... Man kann ja auch ziemlich schon schnell sterben. Man kann ja nicht zerquetscht werden. Ich kann mit dem Mini-Pilz da unten echt nichts anfangen. Oh Gott. Deshalb setze ich ihn, glaube ich, sogar jetzt ein. Weil ich ihn einfach
in der ersten Welt überhaupt nicht gebrauchen kann. Man kann ihn auch ein paar Level finden, also dann auch vielleicht ins Inventar irgendwie kriegen. Ne? Ja, nicht wirklich, man muss ihn halt schon gewinnen. Aber ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Zeit mit dem im Inventar rumzurennen. Deshalb bin ich ihn jetzt einfach losgeworden. Ich fand das erste Castle auch ziemlich cool. Es gab auch wenig Level, die nochmal eine verschwerte Form war. Und wenn es so ein Level gab, dann war es nie das gleiche. Da sahst du so ähnlich aus. So, hier sehen wir eine Tür, wo wir nicht rein können. Das heißt, das ist ein Ausgang für irgendein Secret. Und da oben ist das Secret. Aber ich muss hier lang. Wegen der Starcoin. Das ist die dritte? Okay, dann... Gott. Da hatte ich immer so Nervenkitzel bei der Stelle als Kind. So, hier sehen wir noch so Kreise. Das sind eigentlich Münzen. Und wenn man da drüber geht, aktiviert man sie. Wenn ich jetzt hier runter springe und hier hin, dann komme ich zum Secret, ne? Und hier ist... Ja, danke. Gott, das war ein bisschen knapp. Nein. Moment mal. Ich glaube... Ihr habt ja da noch die Kanone gesehen. Ich glaube, ich weiß sogar, wo die ist noch. Es könnte sein, dass es... Das, ist das hier? Ja, das ist hier. Oder? Doch, das ist hier. Das ist auch echt assi. Da kommt man nicht sofort drauf. Auf gar keinen Fall. Oh Gott. Ich muss da irgendwie hoch. So. Genau. Boah, geil, oder? Es ist wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ich brauche den Panzer brauche ich. Gibt's den hier vielleicht? Nein. Gibt es nicht. Man braucht den Panzer für dieses Level, um zum Secret Exit zu kommen. Wenigstens weiß ich, wo der ist. So, wenn man hier nicht richtig timet, kann man auch mal zerquetscht werden. Das ist gar keine Frage, das ist ein Riesenknochen trocken. Ich habe mich immer als Kind irgendwie gefragt, hey, warum sind die da? Kann man da hin? Kann man natürlich nicht. Keine Ahnung, warum man da auch sowas hinbaut. Wenigstens haben wir alle Starcoins und wir wissen, wo der Secret Exit ist. Und wenn wir einen Panzer haben, dann gehen wir hier hin. Denn man kann sich im Panzer... So, ich kill den jetzt mal mit einer Brossblume. Es gibt ziemlich viele Arten, den zu killen. Der Panzer sorgt nämlich dafür, dass wir dann wie ein Cooper uns im Panzer verstecken, mit dem Panzer so rollen. Wenn wir einen Cooper-Panzer werfen, macht er ja die Blöcke kaputt. Und wenn wir schnell gedrückt halten und eine Zeit laufen, irgendwann rollen wir uns da halt auch ein und sind so eine Art Cooper. Wir können dabei auch springen. Und damit muss man das wohl kaputt machen, weil man kann ja keinen Cooper-Panzer da durchnehmen. Wir speichern. Man kann nur speichern, wenn man eine Burg abgeschlossen hat oder irgendwas kauft. Aber ich bin ziemlich froh, dass ich hier einfach die Speicherfunktion habe. So, wir kaufen das uns. Benutzen wir aber nicht sofort. Einfach, wenn wir einen Riesenpilz brauchen. Können wir hier hingehen. Und, joa. Vielleicht kommen auch irgendwann die Toadhäuser wieder. Das weiß ich jetzt nicht genau bestimmt. Auch keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben schon 16 Leben. Das weiß ich nicht. So. Okay. Gott, das war knapp. So, wenn wir ihn so werfen, dann werden wir so herumrollen. Nur, dass wir halt noch springen können. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und man kann sich im Panzer noch verstecken. Das geht auch. Warum habe ich den Mini-Pilz weggeworfen? Oder gibt es hier einen? Ich wette, hier gibt es keinen. Das Spiel ist auch schon ein bisschen asozial. Also 100% ist hier nicht ganz einfach. Aber ich werde... Doch, es gibt einen. Gott sei Dank. Aber manchmal ist es echt so, dass man einen Mini-Pilz braucht. Oder wie hier mit dem Panzer. So, weil ich hier wieder AIDS kriege. So richtig krassen AIDS einfach. Deshalb werde ich das jetzt wieder hier wechseln, ne? Mit dem Mini-Pilz kann man übrigens, wenn man schnell läuft, auf Wasser laufen. Auch wenn man ganz normal läuft. So sieht das dann aus, wenn man schnell läuft. Und wenn man normal läuft. Ja, kann man auch auf Wasser laufen. Und wenn man loslässt, taucht man dann ab. Klar, Mini-Pilz heißt weite Weitsprünge. Und ja. Ich denke jetzt bestimmt, so oft ist das doch hier. Es ist echt nicht so oft. Es ist echt nicht so oft. Kann ich euch sagen. Und selbst wenn wir die ganze Zeit wechseln müssen, so bestimmt ist es doch auch nicht. Aber müssen wir nicht. Keine Sorge. So. Wollte gerade sagen, ich bin noch gar nicht gestorben. Und passiert mir sowas. Was war das?
Ohne Witz, was war das für ein Kack? Gott. So. Ist mir jetzt egal, was da ist. So, da ich die Blume habe, untersuche ich erstmal dieses Gebet später. Das war die erste Starcoin, hoffe ich mal. Ich glaube, ich habe eben... Habt ihr gesehen, ich habe einen Ansprung gemacht und ich bin irgendwie unten gelandet. Dieses Spiel! Oh Mann, trotzdem. Nostalgisch. Nostalgie pur. Gott. Nein, anders. Ah. Mach alles kaputt, Junge. So. Ich bin klein, macht eh keinen Unterschied. Aber der Tod eben. Man kann einen Cooper auch normal, nur also als Mini-Pilz, wenn man Mini-Pilz hat, kann man ihn nur mit einer Stampfattacke killen. Sonst kann man nur auf ihm rumspringen. Das regt mich so auf, diese Scheiße hier, ne? Boah, Alter. Ah, ein Up haben wir bekommen. Klar, 100 Münzen, ein Up. Versteht sich. Eine Starcoin ist keine Münze, glaube ich. Ne, ist es nicht. So. Ja, okay, ich kann doch so. Brauche ich keinen Weitsprung für. Alter, bah, bah. So. Meine Fresse. Oh Gott. So. Ich habe ihn nicht getroffen, aber ich habe die beiden Blöcke getroffen. So, ich springe jetzt einfach weit rum, ne? Okay, die Blöcke kann ich aktivieren. Hier ist ein Pilz drin. Hier ist ein Pilz drin, Gott sei Dank. Gut. So. Das muss man jetzt freimachen. Boah, beinahe daneben geworfen, ey, das war knapp. Das muss man jetzt alles freimachen, damit man da unten in die Röhre kann. Schmeißt man das hier runter. Nützt einem das nicht viel, da ist ein Up. Was ich gerne hätte. War zu spät, so. Jetzt einfach laufen und Glück haben. Und es geht natürlich, ne? Ich krieg gleich Anfälle, ohne Witz. So. Ah, hier war ein P-Switch, ne? Genau. Hier wird dann so einem gesagt, was eigentlich ein P-Switch ist. Weil ich glaube, so ziemlich keiner, der das Spiel jetzt in Super Mario Bros. Zum ersten Mal spielt, wird dann noch die Vorgänger kennen. So. Und so holt man sich die zweite Starcoin. Ach, Scheiße! Da war das Ziel. Und wir wissen nicht, wo die dritte ist. Ich hatte doch einen Checkpoint, oder? Ja, Hatte ich Checkpoint? Ah, okay. Ein besonderes Item kommt raus. Und das ist das hier. Dann renne ich jetzt zu der Scheiße, versuche den Minipilz nicht zu... Nein! Schrotten. Hier kann man durchrennen. Hier kann man... Guck mal, jetzt komm ich... Okay. Hier kann man eigentlich das alles zerstören. Es wären so viele Ups gewesen, ne? Und dann so ein Kack. Ich hab losgelassen. Aber das kann man anscheinend wohl nicht abbrechen. Danke, Game. Danke. Ich will einfach nur dieses Level abschließen, ey. Wohl den Part beenden. Jetzt... Ganz halt so ein Scheiße. Dieser Hügel ist ja voll böse. Weil man bespringt dem Typen direkt in die Fresse. Oh mein Gott. Was ist eigentlich da drin? Ein Pilz. Wir fangen den Pilz. Oh Mann. WTF, ey. Was war das? Nein. Boah, nein. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Diese Krebs, diese Scheiße da, die holen wir einfach. Die dritte Starcoin, wo zum Teufel die auch ist, ne? Das holen wir nach. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. So langsam. Bam. Oh Gott. Gut. So, ich kill den jetzt. Was glaube ich schlauer ist. Und dann werfe ich das weg. Neben den Mini-Pilz, da hinten gibt's einen Pilz. Versuche mir die zweite zu krallen. Und dann ist es vorbei hier. Boah, Krebs, Alter. Richtig. So krass wie noch nie, ohne Witz. Boah, schlimm. Richtig schlimm. Lauf. Da läuft nicht. Die Steuerung ist auch ein bisschen anders, sage ich mal. Ist nicht so einfach zu steuern wie 3D-Worlds. Sagen wir es so. Muss man sich dran gewöhnen.
Ganz einfach, muss man sich dran gewöhnen. Und dann diese AIDS-Kacke hier auch, Mann. Kann ich so spielen? Nee, weil bei mir sind dann die Knöpfe anders belegt. Krass. Krass, LP. Mach einfach so, okay. Dann springen wir einfach hier hin, weil er dann nicht den Kopf. Und. Ja, Gott. Lauf. Wäre ich jetzt in den Typen reingesprungen, ey. Richtig Anfall. Ein Pilz, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Nicht in den Cooper reinspringen. Gut. Okay. Ja, ein Ab. Warten. Der hüpft ein bisschen rum. Fällt da bitte nicht runter. Nein! Ich bin so dumm! Ich hätte einfach von der anderen Seite kommen können. Das Spiel regt mich ein bisschen auf. So, damit wir gleich wieder einen Nap bekommen, sammle ich hier mal die ganze Scheiße ein, ne? Ist es denn so? Was ist eigentlich hier drin? Münzen. Nein, ich will ihn zuerst killen. Ach, scheiß drauf. Alter, und schon wieder den Screen wechseln. Leute, ich krieg gleich Anfälle, oder Witz? Man kann eigentlich so spielen, aber irgendwie auch nicht. Muss immer wieder wechseln, ey. Bah. Und ab, okay. Wir sind nur zweimal gestorben, Leute. Das ist so. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen hier mit dem Gamepad. Ich habe nur einen kleinen Test gemacht, wo ich die ersten beiden Level gespielt habe. Und ja. Wollte hier eigentlich auch wieder alles blind erforschen. Gott. Scheiße. Das meine ich mit, man kann ihn nicht killen. Hätte ich eine Stampfattacke gemacht, erst dann wäre er gestorben. So, und hier gibt es einen Pilz. Ein Glück. Ich bringe mich gleich um. Einfach wirklich. Ich kotze gleich im Strahl. Klar. So, hier kriegt man nicht so hart einen AIDS oder so. Geht eigentlich. Gut. Ah, und? Was passiert denn eigentlich? Ja, hier unten kann man noch ein paar Münzen abräumen. Was ist eigentlich da drin? Nichts. Gut. Ah, nee, ich habe das ja alles richtig gemacht. Hör auf. So. Wo auch immer jetzt die dritte Starcoin ist, ne? Ich will's nicht wissen. Da kommen solche Viecher raus. Da in der Röhre ist es nicht, das war... Okay. Da ist sie. Hör auf. Da ist sie. Boah, nein, Alter. Wie komme ich denn? Da komme ich locker easy hin. Locker easy komme ich da hin. Und locker easy zurück. Yes, ist hier ein Pilz. Ja. Oh mein Gott. Auch noch zu 100% abgeschlossen. Geh einfach ins Ziel. Ich habe einen Pilz. Meine Fresse. Leck mich. Gut. Warum kein Up? Okay. Aber. Boah. Alter, das war der erste heftige Part von Let's Play New Super Mario Bros. Geil. New Super Mario Bros. Geil, genau so heißt das Spiel. Im nächsten Part werden wir, nee, wenn wir einen Panzer haben, machen wir das einfach. Hab jetzt keinen Bock auf so nur mehr irgendeine Scheiße da. So, hier einfach noch das Level 1A gekauft und ich würde sagen sogar, dass wir hier im nächsten Part weitermachen. Danke fürs Zusehen, Scheiße. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß am LP. Erinnert euch vielleicht auch an alte Zeiten zurück. Und ich hoffe, ihr schaltet im nächsten Part wieder ein. Tschüss.